eingebe Kill XQC. Würde ich sterben, aber er nicht. Genau, du würdest sterben. Boah, voll krass. Das haben sie bei Minecraft eingebaut, du kannst nur dich selber töten, auch wenn du einen Namen dahinter eingibst oder sowas. Du kannst keinen anderen Spieler per Befehl töten. Du kannst dich immer nur selber umbringen. Ich hoffe, dass ich mach das aber auch so. Das gibt es bei Minecraft schon seit der Beta, ist das immer so gewesen. Nee. Schau mal meine Streams an mit Hashtag Kill Töte Simon. Also, ich habe Hashtag Töte Simon gemacht und immer wenn das kommt, muss ich den armen Simon töten. Und ja, ich muss ihn noch 31 Mal töten. Und immer wenn der Hashtag kommt, muss ich das machen. Und es geht. Muss Slash Kill und dann den Namen und dann wird er getötet. Das ist mir aber absolut neu. Ja? Ja. Also ich habe schon viel Minecraft gespielt, aber so geht das nicht, dass ich wusste. Ich hatte das jetzt noch nie als Problem. Wir haben das immer so gemacht. Komisch. Boah, ich habe jetzt meine Cola aus dem Gefrierfach genommen. Eiswürfel? Eiswürfel? Boah, es war perfekt. Es sind noch die letzten Eismöcken da. Weil ich jetzt noch zu klein muss, dass ich sie aus der Flasche kriege. So. Aber, liebe Zuschauer, ich sag's, ich empfehle euch das nicht zu machen. Weil es könnte auch schief gehen und die Flasche verjagen in ein Geschirrfach. Vor allem nicht mit Glasflaschen machen. Höchstens mit Plastikflaschen, aber niemals mit Glasflaschen. Ja. Das kann echt schief gehen. Das kann Probleme machen. Keine Glasflaschen in die Kühltruhe oder ins Kühlfach. Ja. Also wie wir Schweizer sagen, ich früri. Was? Ich früri. Okay. So heißt bei uns der Gefrierschrank. Aha. Bei uns heißt der Gefrierschrank. Ja, bei uns selber gefrieren. Einfach verkürzt. Das ist eigentlich Gefrierer. Frühri. Das muss ich doch so gar nicht machen, das kann ich doch so machen. Langsam bekommen meine Häuser auch Dächer. Da kommt das nächste Problem, das Innenleben. Die müssen natürlich auch alle eingerichtet werden. Vielleicht mache ich noch ein drittes Grundstück, das man sich kaufen kann. Dann hätte jeder von euch die Möglichkeit, sich ein Grundstück zu kaufen. Vorausgesetzt, ihr könnt es bezahlen. Wie teuer ist ein Grundstück? Das kommt auf die Größe des Grundstücks an. Hier sind drei Stück das aktuell. Kleine. Muss ich gleich nochmal kurz nachgucken. Da steht auf einem Schild auf dem Grundstück drauf. Er weiß nicht mal die Preise, hey. Ich bin nicht der Makler, ja, ich bin der Herrscher. Okay. Darf ich der Makler sein? Nein. Schade. Ich will ja auch selber kein Grundstück von da, so wegen Maklerbonus, sondern ich müsste es dann auch ganz normal erwerben. Und du würdest immer noch das Geld kriegen. Nee, ich brauche keinen Makler. Also, wenn wir jetzt einen großen Server hätten mit was weiß ich wie vielen Spielern, dann würde ich natürlich auch einen Finanzberater und einen Makler und sowas hier in das Königreich setzen. Und sowas, damit das alles ordentlich ist. Dann könnten wir alle Häuser hier ordentlich verkaufen. So, das kleine Grundstück kostet 5 Gold und 10 Eisen.
Aber es ist halt, wie gesagt, ein kleines Grundstück. Das normale Grundstück kostet 8 Gold und 20 Eisen. Vielleicht werde ich auch ein paar fertige Häuser, die einfach nur leer sind, zum Verkauf darstellen. Die sind dann aber natürlich schon vorgefertigt. Die darf man dann natürlich nur einrichten. Anbau ist hier nicht erlaubt, weil das alles platzmäßig schon abgestimmt ist. Okay. Tut mir leid, soweit ist der Server leider nicht. Schade. Ich wollte schon fragen, ob er auch eine Eis hat. Alter! Mach ich mir hier fast in die Hose, was soll das denn? Hab ich hier mal in dem einen Haus die Fackeln weggemacht, auf einmal ist es hier dunkel und da kommt da so ein Grollen und Knallen, als ob ich mich jetzt in einem Riss befinden würde. Jag mir doch nicht so eine Angst ein hier. Ach ja. Will? Ja? Wie viel willst du für was zu essen? Kommt drauf an, was du haben willst. Hast du nicht auch schon angefangen anzubauen? Nein, was willst du für was zu essen? Ich kauf bei dir Essen. Nee, Essen verkaufe ich nicht. Essen kannst du dir gerne holen. Ich habe noch was übrig. Wenn du was brauchst, bringe ich dir was vorbei. Aber erstmal ins Bett legen. Warte, der Gorilla ist noch drauf. Wir können uns nicht ins Bett legen. Ich bin gerade momentan in der Wildnis. Habe ich mich mal drum gekümmert. Willst du dir Borscht machen? Vielleicht nur etwas Fleisch oder so, oder Brot. Kann ich dir gleich mal vorbeibringen. Weil ich will mal wieder runter. Hast du noch ein bisschen Wolle? Warum? Weil ich mir ein zweites Bett machen möchte, dass ich mein Bett nicht mitnehmen müsste. Spinnenweben. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Wolle habe ich noch. Ich werde jetzt mal ausprobieren, ob man mit Spinnenweben wirklich Wolle noch machen kann. Kommst du gleich mal zu mir, dann gebe ich dir Essen. Mhm. Ich nehme gerade noch mal die Wassermelonen vom Feld. Oder? Ja, es sollte zwar reichen. Ich habe jetzt gerade 26 Kühe gekillt. So, Wolle. Wir wollen Wolle. Eigentlich hätte ich es Nacht werden lassen sollen, weil der Gyroll mal ein bisschen was zu tun hat, während der AFK ist, damit er auch mal ein bisschen, ne? Das wäre nur Asi. Wenn ich das erste Mal, der ist schon öfters AFK gegangen und hat sich dann killen lassen, der Depp. Aber jetzt hat es doch wenigstens mal eingebaut. Ja, das ist schon eine eindeutige Verbesserung.
So. Ach, das muss ich auch wieder machen. Kochfeld machen. So, Spinnenweben braucht man ja höchstens noch für einen Bogen. Aber jetzt testen wir mal aus. Nein, geht nicht. Scheiße, ich dachte, das ginge. Doch, das mit geht. Mit vier auch? Mit vieren. Mit vieren geht es. So, 14 Wolle habe ich jetzt noch. Okay, komme ich kurz vorbei. Ich bin in meinem Berghäuschen. Keine Ahnung mehr, wo das ist. Kannst du einfach von dem Punkt kommen, wo... Wo bist du denn? Ich bin gerade unter... Ich sehe jetzt gerade deine Mauer. Hm? Unterwegs. Ich sehe dich. Ne, ich sehe eine Kuh. Wow, danke. Jetzt bin ich fast beim Garten. Dann komme ich auch zum Garten jetzt. Hey, das ist ja noch eine Kuh. Naja. Steh im Garten. Hallo. Ach, da hinten. So, 3 Wolle und das hier ist auch für dich. Dankeschön. Komm mal kurz mit, ich wollte dir mal was zeigen. Wenn du schon hier bist. Davon hatte ich dir vorher schon mal erzählt, was ich hier gesehen habe. Nämlich das hier. Hier kann man es am besten sehen. Wenn du von hier oben guckst hier. Hier ist nämlich noch ein Loch in der Erde. Das ist auch schon echt übel da unten. Lass, hör auf! Hör auf! Nicht die Umgebung kaputt machen hier. Ich wollte aber da zum Eisen. Nein. Ich kann dich gerne da reinschlagen zum Eisen. Aber ich glaube nicht, dass du das überleben würdest. Wieso hast du so viel Erde? Weil... Brauchst du die? Hä? Brauchst du die Erde? Die brauche ich eigentlich nicht mehr. Das ist alles, weil ich den Garten dort angeebnet habe. Wo die ganzen Sachen angepflanzt sind. Okay, danke schön. Erde ist immer gut. Danke für das Essen dann noch. Mhm.
Was ist eigentlich dein Lieblingsbiom in Minecraft? Gute Frage. Eigentlich Schwarzeichenwald, würde ich sagen. Ja? Allein schon, weil da die Möglichkeit auch besteht, dass man diese Mansions findet, diese riesigen Villen. Die finde ich auch cool. Okay. Speziell. Oder Ozean. Ja, ein Unterwassertempel. Und bei dir? Sand. Also Wüste. Wegen Wüstentempel. Weil ich finde die Tempel mega cool gemacht und schon fast labyrinthmäßig. Ja. Aber es ist schwer, also es gibt immer wieder gute Biome und schlechte Biome, auch schlechte Wüstenbiome. Welches Biom magst du denn am wenigsten? Eigentlich Wasser. Ich mag am wenigsten Pilzland. Ja, ja, es geht. Das finde ich irgendwie langweilig. Diese riesigen Mesas, diese Canyons, die sind auch cool. Boah, nee, ich habe schon schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ja, aber ich sag Biome, ich habe schon mal Minecraft-Server auf der Xbox gehabt und habe ich einen Wassertempel ausgehöhlt und trocken gelegt. Schlechte Idee. Das ist einfach schlechte Idee. Wir waren lange drin, wir hatten locker. Wow. 72 Stunden Spielzeit gebraucht, bis wir alles trocken hatten. Ja, das kann schon dauern. Und auch zugebaut. So, jetzt ist hier noch ein... Oh Gott, es ist schon wieder dunkel. Kommst du ins Bettchen? Schaffst du's? Ich bin im Bettchen, aber unser dritter nicht. Ah, stimmt. Gülol. Gülol. Ja, der gute Gülol. Am besten kicke ich den einfach das nächste Mal. Da können wir schlafen. Ja. So. Ich baue mir jetzt erstmal Picker.